Was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich weiß, momentan kommen die Uploads sehr unregelmäßig, aber daran kann ich leider nichts ändern. Aber auch wenn kein Video kommt, ist bei mir, steht sehr viel in der Planung und Produktion. Das kann ich euch zumindest versprechen. Ein Element davon ist dieses neue Format hier, das ich zusammen mit meinem Partner Nakama veröffentlichen möchte. Servus One Piece Begeisterte. Ich freue mich heute hier mit dabei sein zu dürfen und wünsche euch viel Spaß. Der Name Fusion sagt im Endeffekt schon grundlegend, Leute, was wir hier genau vorhaben. Im Stil eines Was-wäre-wenn-Diskussion werden wir immer wieder zwei Charaktere aus dem One Piece Welt heranziehen und uns aus diesen einen neuen Hybriden erschaffen. Wir haben dazu schon ein paar spannende Schnittpunkte zusammengestellt, die wir euch gleich noch erklären werden. Und am Ende schauen wir uns dann mal an, was für ein neues Monster wir da erschaffen haben und wie dessen Rolle in der One Piece Welt wäre. Für die erste Fusion haben wir uns zwei ziemlich interessante Charaktere herausgesucht. Und zwar die beiden Samurai der Meere, Mihawk Falkenauge und den großen Captain Buggy. Mal sehen, was passiert, wenn diese beiden fusionieren. Euch aber erstmal viel Spaß mit dem Video. Let's go! Ja Leute, zunächst einmal ganz kurz zum Ablauf der Fusion bzw. zu den wenigen Regeln, die wir aufgestellt haben. Wir haben im Prinzip vier Themenfelder bzw. Fusionspunkte erstellt. Zunächst geht es um den Körper, den der fusionierte Charakter haben würde. Danach beschäftigen wir uns dann mit der neuen Stärke und den Fähigkeiten des Charakters. Darauf folgt dann der Status des neuen Charakters in der Welt, also zum Beispiel Status eines Kaisers, Samurai der Meere, Marineadmiral und so weiter und natürlich noch dessen Beziehung. Im letzten Punkt überlegen wir uns, welches Ziel der Charakter in der One Piece Welt hätte, wie zum Beispiel Piratenkönig werden und so weiter. Die Regeln sind im Prinzip einfach. Bei jedem Fusionspunkt muss man sich entscheiden, wessen Einfluss sich jeweils dominanter auswirkt, also ob man die Eigenschaften von Charakter 1 oder von Charakter 2 bevorzugt. Wenn zwei Charaktere dieselbe Eigenschaft haben, wie zum Beispiel beide das gleiche Ziel, verstärkt sich dieser Fusionspunkt um ein Vielfaches. Am Ende schauen wir dann mal, was rauskommt. Ich denke, jeder von euch Leute weiß, wie das Ganze ungefähr ablaufen soll. Ansonsten merkt ihr es hoffentlich spätestens während des Videos. Eine Sache noch, um Missverständnisse zu vermeiden. Uns ist natürlich auch klar, dass die in diesem Format angesprochenen Fusionen rein theoretisch sind und nicht wirklich stattfinden werden. Also beginnen wir jetzt mit der Fusion! Gut, ich würde sagen, wir stellen einfach mal die beiden Charaktere vor und ich leg los mit Buggy dem Clown. Dieser war damals schon auf Gold Rogers Schiff Kabinenjunge zusammen mit Shanks. In der Zeit aß er auch versehentlich die Trenn-Trenn-Frucht, die ihm die Fähigkeit verlieh, seinen Körper, also all seine Körperteile, nach Belieben zu trennen und sie auch schweben zu lassen. Also ich glaube, ihr kennt alle die Fähigkeit von Buggy. Er hat das Ziel, alle Schätze der Welt zu finden, aber vor allem möchte er den legendären Schatz des Captain Johns in seinen Besitz bringen. Er war einer der ersten Antagonisten von Ruffy und ist ihm auch schon mehrmals in der Story begegnet und dadurch hat sich so eine gewisse Feindschaft-Freundschaft entwickelt. Nach dem Timeskip hat er sich in der neuen Welt ein kleines Söldnerimperium mit dem Namen Buggy's Delivery aufgebaut und wurde von der Weltregierung zu einem der sieben Samurai der Meere ausgerufen. Jo, genau, machen wir weiter mit dem anderen Fusionspartner, nämlich Mihawk Falkenauge. Mihawk Falkenauge gilt als der aktuell beste Schwertkämpfer der Welt und ist im Besitz eines der 12 Drachenschwerter, nämlich seines Black Swords Yoru. Zudem zählt er zu den sieben Samurai der Meere, genau wie Buggy, hatte diesen Titel allerdings schon seit Beginn unserer Storylinie inne. Er ist aktuell 43 Jahre alt und lebt zurückgezogen auf der Insel Kuregana auf der Grand Line. Während des Timeskips trainierte er dort unter anderem auch unseren Vizekapitän Zoro. Genau wie Buggy ist auch Mihawk ein alter Bekannter des Yonkous Shanks. So, nachdem wir beide Charaktere nun kurz angeschnitten haben, würde ich sagen, beginnen wir auch mit dem Fusionsprozess. Und zwar mit dem ersten Punkt, dem Körper des neuen Charakters. Was meinst du, welchen Körper würdest du aus was für Gründen auswählen? Ich stelle mir den Körper ein bisschen wie so ein Hybrid der beiden vor, wo aber vielleicht Mihawk doch ein bisschen dominanter ist. Also so praktisch würde ich diesen Flair, also diesen Dracula-Flair von Mihawk, kann man ja so, finde ich, bezeichnen, mit dem Sarg und so, würde ich halt einfach nehmen und irgendwie so ein bisschen clownhafter machen. Würde halt irgendwie auch relativ lustig aussehen, weil Mihawk ist ja schon so ein Graf, eine sehr
Also er ist nicht wirklich ein Graf, aber er hat halt so das Aussehen ein bisschen eines Grafs und wirkt halt auch ziemlich seriös und so, während Buggy ist halt eher ein sehr lustiger Charakter, allein schon mit der Clownsnase und so. Deswegen glaube ich, würde es halt schon ziemlich lustig aussehen, so ein, ja, Dracula-Clown irgendwie. Okay, ich fände auf jeden Fall auch, dass der Körper von Mihawk dominant sein würde oder auch sollte, in meinen Augen. Da Mihawk hat ja als perfekter Schwertkämpfer total trainierten Body, sag ich mal, ist immer sehr elegant und bewegt sich halt nahezu perfekt, sag ich mal, so richtig episch. Während Buggys körperlicher Zustand und Trainingsstand, sag ich mal, überschaubar ist, auch wenn es jetzt kein aktuelles Update gibt dazu, aber könnte mir durchaus vorstellen, dass bei Buggys Körper auch die eine oder andere Speckrolle dabei ist und er sich deswegen nicht so schnell bewegen könnte in diesem Körper wie in Mihawks Körper, der neue Charakter. Deswegen würde ich auf jeden Fall Mihawks Körper so vorziehen. Da es allerdings eine Fusion ist, wäre es vielleicht so vom Style her, ja, also so, ich fände es halt cool, wenn anstatt diesem Hut von Mihawk, wenn es auf jeden Fall so einen eher so piratenhafteren Hut gäbe. Also der von Buggy ist ja eher schon wie so ein Piratenkapitän. Die rote Nase würde ich auf jeden Fall weglassen, sagen wir mal so. Aber ansonsten würde ich schon eine sehr starke Dominanz so von Mihawks Charakter bevorzugen. Ja, zumal, und da wollte ich auch noch drauf hinaus, dass praktisch Buggy dadurch, dass er ja die Trenn-Trenn-Frucht hat, eigentlich nie wirklich seinen Körper trainieren musste, weil zum Beispiel Mihawk, wenn er einen Schlag oder einen Schwerthieb oder sowas kassiert, wird sein Körper dadurch ja resistenter und er baut praktisch so eine gewisse, also sein Körper wappnet sich halt einfach dagegen, während Buggy, der kann sich immer trennen und deswegen denke ich, ist er halt schon relativ empfindlich auch auf Schmerz und sowas. Ja, wobei man auch sagen muss, dass was Geschwindigkeit angeht, Buggys Frucht ihm ja nur bedingt weiterhilft. Ne? Also Buggy kann ja nicht schneller laufen wegen seiner Frucht. Ne? Also deswegen wäre es schon von Vorteilen, gerade, ich weiß auch noch nicht genau, was am Ende für den Charakter rauskommt, aber so im Kampf fände ich es schon besser, wenn man sich selber auch so schnell bewegen könnte. Ja, das meinte ich gar nicht. Ich meinte es jetzt weniger auf die Kondition bezogen, sondern mehr halt einfach diese Resistenz, die man irgendwo hat, dass man immer wieder auch, wenn man zum Beispiel starke Schmerzen hat, aufstehen kann und sowas. Da ist, glaube ich, schon Mihawk klar ein Vorteil. Ah, okay. Ja, das stimmt. Ja, würde ich sagen, diesen Punkt kann man auch schnell abhandeln. Machen wir lieber mit einem viel interessanteren Punkt weiter. Und zwar dem Fusionspunkt 2, der Stärke des Charakters oder den Fähigkeiten des neuen Charakters. Ja, da habe ich mir gleich mehrere Punkte aufgeschrieben. Natürlich sind da einmal die offensichtlichen, nämlich natürlich hätte der Charakter auf jeden Fall Mihawks Schwertkunst und die Frucht von Buggy, also die Trenn-Trenn-Frucht, genauso wie das Falkenauge von Mihawk und Und das alles natürlich in der Kombination wäre auf jeden Fall sehr stark. Ich meine, ein Schwertkämpfer, der seinen Körper trennen kann, ich kann mir eigentlich gar nicht was Overpowerteres vorstellen. Einfach, weil wenn der Schwertkämpfer irgendwie einen Schwerthieb kassieren würde, könnte er sich einfach an der Stelle trennen, das Schwert würde durchgehen und er könnte dann praktisch den Gegner zurückschlagen. Ja, so haben wir es ja auch schon auf Marineford gesehen, als Buggy das Schutzschild für Ruffy darstellte gegen Mihawk. Da hat Mihawk ja selber gegen Buggy und dessen Trenn-Trenn-Frucht gar nichts ausrichten können. Ja, eben. Und deswegen, auf jeden Fall das noch in Kombination mit einem wirklich guten Schwertkämpfer, könnte auf jeden Fall ultra overpowered werden. Und denke ich, könnte auch den Charakter zu einem der stärksten Charaktere überhaupt machen. Klar, ein Charakter, der was mit Mihawk zu tun hat, wäre sowieso einer der stärksten. Aber halt noch in Kombination mit dieser Trenn-Trenn-Frucht auf jeden Fall sau overpowered. Zumal ich mir auch wirklich durchaus vorstellen kann, dass Mihawk auch in Sachen Haki schon auf jeden Fall in der Welt ziemlich weit fortgeschritten ist. Dadurch kann ich mir auch vorstellen, dass er neben dem offensichtlichen Rüstungshaki auch noch das Observationshaki ziemlich gut beherrscht. Und vielleicht, das wurde aber natürlich noch nicht irgendwie bestätigt, er sogar in die Zukunft schauen kann. Wäre halt als Schwertkämpfer ziemlich nützlich.
und wäre dann auch in Sachen Körpertrennen ziemlich nützlich. Das auf jeden Fall, also da könnte man die Teufelsfrucht von Buggy sehr gut mit dem Observationshaki bzw. Vorhersehungshaki von Mihawk dann kombinieren. Ob er jetzt so ein Vorhersehungshaki hat, wie jetzt ein Katakuri zum Beispiel, könnte sein, also würde mich gar nicht so unbedingt überraschen. Allerdings ist Mihawk ja auch als Schwertkämpfer ganz klar auf das Rüstungshaki fokussiert. Und ich denke, das, was du schon gesagt hast, das Rüstungshaki wird auf jeden Fall, also sein Rüstungshaki wird definitiv zu den stärksten in der Welt gehören. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit der Diskussion auf Kaiser-Level und so weiter, weil da vertiefen wir uns dann zu sehr rein. Allerdings denke ich halt auch, dass ein Mihawk als bester Schwertkämpfer der Welt, dessen Fähigkeiten sollte man auf jeden Fall im neuen Charakter auch dominant übernehmen. Die Auffassungsgabe von Mihawk, die würde ich gerne noch ansprechen, weil bei ihm merkt man halt sofort, wenn er vor jemandem steht, er weiß genau, wen er gegenüber hat, wie stark derjenige ist und ob dieserjenige gefährlich werden könnte. Das würde ich auf jeden Fall noch dem neuen Charakter hinzufließen lassen. Allerdings neben Buggys Trennfrucht würde ich auch noch dessen Hinterlist, wie ich es einfach mal jetzt nenne, mit hinzufließen lassen. Also Mihawk ist zwar dieser ehrliche, ehrenhafte Schwertkämpfer, aber in manchen Situationen würde ein wenig Hinterlist, die Buggy hinzufügen würde, doch sehr nützlich sein. Gerade je nachdem, kommen wir ja noch gleich noch zu, was für Aufgaben oder was für Ziele dieser neue Charakter am Ende in der Welt hätte, wäre es schon im Notfall auch gut, dass man einen gewissen Plan B und eine gewisse Hinterlist oder Hinterlistigkeit mit sich trägt. Zum Haki würde ich gerne noch sagen, ganz kurz, auch wenn es bei keinem der beiden bisher bestätigt ist, könntest du dir vorstellen, dass einer der beiden Charaktere und somit vielleicht auch der fusionierte Charakter am Ende das Königshaki besitzt? Ganz genau darauf wollte ich nämlich auch schon anspielen, weil also bei Mihawk kann ich es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich meine, er ist der beste Schwertkämpfer der Welt und wenn inzwischen schon in der neuen Welt ein Haufen Leute das Königshaki haben, gibt es für mich keine Erklärung, warum Mihawk jetzt nicht das Königshaki haben können sollte. Und Buggy, ich meine, bei dem Charakter, da erwarte ich einfach alles, weißt du? Also wenn der Königshaki noch irgendwie auspacken würde, würde es mich nicht wundern. Ja, Oda hat ja auch gesagt, dass er mit Buggy noch so einige Überraschungen plant und dass er uns auch alle überraschen wird, als Buggy. Und ich sag mal, klar, man hat da immer die Möglichkeit, dass er seine eigentlich schon ziemlich krasse Frucht, also ich finde die Trennfrucht ist mega stark eigentlich, wenn man die mal ein bisschen trainieren würde und effizient einsetzen würde, dass er damit irgendwas raushaut, aber es könnte halt auch sein, dass Oda einfach diesen Move bringt, dass Buggy noch Königshaki bekommt. Und sagen wir mal, selbst wenn nur einer der beiden das hätte, was gar nicht unwahrscheinlich ist, wäre das natürlich sehr begrüßenswert, das in die Fusion auch mit einfließen zu lassen. Das heißt, der neue Charakter würde auf jeden Fall Königshaki haben, finde ich. Ja, du hast auch schon einen sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Ausbaufähigkeiten der Trennfrucht. Und ich habe mir hier so aufgeschrieben, dass praktisch, wenn dieser Charakter auch noch einfach auch durch diesen Willen von Mihawk sich immer zu verbessern und stärker zu werden, weil ich meine, er ist sicherlich nicht der beste Schwertkämpfer umsonst geworden. Wenn das halt auch noch ein bisschen auf Buggy abfärben würde, könnte ich mir halt vorstellen, dass diese Trennfrucht auf Dauer auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel stärker werden würde, einfach dadurch, dass sie tatsächlich jetzt auch mal trainiert werden würde. Und da habe ich sogar noch dann hingeschrieben, Erwachen als Fragezeichen. Glaubst du, dass dieser Charakter die Trennfrucht erwachen könnte? Ich bin mir da ziemlich sicher, weil, wie du schon gesagt hast, ein Mihawk hat diesen stetigen Wunsch nach Verbesserung, der kann nicht stagnieren oder ruhen. Ne? Und so ein Willen oder so ein Durchsetzungsvermögen, so einen Antrieb brauchst du auch, wenn du so der beste Schwertkämpfer der Welt werden willst, was er ja in dem Fall auch geworden ist. Und ja, ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie Mihawk mit einer Teufelsfrucht umgeht. Allerdings, wenn wir ihm jetzt eine aufzwingen würden, wie in dem Fall ja durch die Fusion Buggys Trennfrucht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er die erwacht. Und ich sag mal, die Trennfrucht gilt ja als das Gegenstück zu Ruffys Frucht. Und Ruffys Frucht, da sieht man ja, was man aus dieser Frucht alles rausholen kann. Und die Trennfrucht im erwachten Modus noch als zum Schwertkämpfer, ja,
Schon nice, ja. Gibt's Schlechteres. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Ich habe halt auch schon einige Vorstellungen zur Wachten Teufelsfrucht. Ich denke, darauf müssen wir jetzt gar nicht eingehen, weil das ist ein anderes Videothema. Du hattest auch schon erst den Punkt von Buggys Hinterlist, sage ich mal, angesprochen. Ich habe das hier ein bisschen unter dem Begriff Situationsausschöpfung betitelt, weil es ist ja so, dass Buggy, genauso wie Lissop, irgendwo diese Fähigkeit hat. Ich würde es nicht als Glück bezeichnen, aber dass er aus jeder Situation praktisch, dass er seinen Nutzen aus jeder Situation zieht. Hat man ja in Impeldown gesehen, in Marineford. Und ich glaube, dass das halt auch unter anderem eine der mächtigsten Fähigkeiten eigentlich ist, die es überhaupt gibt. Das ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit Ruffys, dass er alle Leute hinter sich bringen kann. Und da hat ja auch Mihawk damals schon gesagt, dass das eigentlich Ruffys stärkste Fähigkeit ist. Und ja, und dann könnte man ja sagen, dass Mihawk halt auch wirklich diese Fähigkeit zu schätzen weiß. Und dann wäre auch schön, wenn er die jetzt selber quasi in der Fusion auch mehr oder weniger, wenn es nicht ganz so stark ist wie Barry Ruffy. Aber du hast auf jeden Fall recht, diese Leute motivieren, Leute hinter sich bringen. Fähigkeit hat Buggy auf jeden Fall auch in Ansätzen. Deswegen fände ich es auch gut, wenn der neue Charakter das dann ebenfalls hätte. Ja, zumal das halt wirklich interessant wäre, weil ich meine, Mihawk ist ja der absolute Einzelgänger in der Welt von One Piece. Und wenn der jetzt noch eine Armee hinter sich hätte, plus noch Buggy in sich, das wäre auf jeden Fall in meinen Augen sehr krass. Ja, das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung von dir zum nächsten Punkt, nämlich zum Status des Charakters in der neuen Welt oder in der One Piece Welt generell und dessen Beziehungen. Also ich fange in dem Fall einfach mal an. Abgesehen davon, dass natürlich beide Samurai der Meere sind und dass dieser Status dann auch beibehalten werden sollte, das ist ja, denke ich mal, klar, ne? Ist dann die Frage, ob wir, wie du gerade angesprochen hast, jetzt den zurückgezogenen Einzelgänger haben oder ob wir einen Anführer der Buggy Delivery Firma haben, der in dem Fall halt auch noch selber stark wäre. Was würdest du bevorzugen? Also ich denke halt, dass einfach allein schon durch Buggys Wahnsinn irgendwo auf jeden Fall das auch stark auf den Charakter abfärben würde, weshalb ich schon Zweiteres gerne sehen würde. Weil ich glaube, das wäre halt auch unglaublich interessant. Weil ich meine, das Einzige, was Mihawk irgendwo ja immer eingeschränkt hat, ist er selbst, dass er nicht irgendwie wirklich nach Größe gegriffen hat, weißt du? Er ist halt der beste Schwertkämpfer und das ist er auch, aber er macht sich quasi nichts draus. Also, ich meine, er ist ja einer der bescheidensten Menschen überhaupt. Er lässt ja nie irgendwie seine Macht groß spielen. Zum Beispiel bei den sieben Samurai ist er ja auch irgendwie immer der einzig wirklich Zuverlässige, so, weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt, aber er macht das ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also er hat ja schon seine Linie, an die er sich hält, also seinen Kodex. So, er würde ja zum Beispiel niemals gegen Shanks kämpfen. Und das zieht er ja auch einfach eiskalt durch mitten im Krieg. Wenn Shanks dazukommt, macht er diesen, ja, haut rein, bis hier und nicht weiter. Was ja auch nicht unbedingt jeder machen würde in der Situation. Aber das Geile ist halt auch bei ihm, er weiß halt, dass er so einer der heftigsten Typen überhaupt ist. Auch auf Marineford war er einer der stärksten. Und deswegen, ihm kann halt keiner so schnell was. Deswegen, ich sag mal, selbst wenn dieser Charakter, also der neue, den Samurai-Status verlieren würde, was will die Marine einem solchen Charakter denn entgegensetzen? Die müssten da ja schon mit dem kompletten Aufgebot ankommen, weil ich sag mal, mit so einem Vize-Admiral, den nimmt Mihawk auseinander und der neue Charakter dann ebenfalls. Also, da muss man dann, ne? Ich glaube nicht, dass unbedingt jemand sich da demjenigen unnötig in den Weg stellen würde, solange Mihawk zum Beispiel, der macht ja im Endeffekt nichts. Der zerstört zwischendurch mal aus Langeweile Don Creeks Armada, aber ansonsten ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie plündern und brandschätzen würde. Ja, ich glaube, du hast mich auch ein bisschen missverstanden, weil ich meinte, ist eher das, was du jetzt gerade ansprichst, dass also also viele andere Charaktere, die diese Macht haben, irgendwo die Mihawk hat, diese Stärke, würden sie für ihre eigenen Zwecke quasi nutzen und irgendwie probieren, was weiß ich nicht, Kaiser, Piratenkönig oder irgendwie ein König von irgendeinem Land zu werden. Während Mihawk, der chillt einfach irgendwie auf dem Meer und ja, zerstört mal zwischendurch Armadas. Ja, wobei man auch sagen muss, ein Mihawk hat sich im Verlauf der Story, also unserer Story, schon ein bisschen verändert. Also während wir haben auf der einen Seite Buggy, der ja wirklich sehr gesellig ist und auch auf jedem Saufgelage dabei ist. Nicht, dass Mihawk jetzt nicht saufen könnte, das haben wir auch schon gesehen, eher mit Shanks. Aber
Mihawk ist ja schon, wie du anfangs gesagt hast, der Einzelgänger schlechthin gewesen. Während er jetzt allerdings, seitdem Zorro bei ihm war und Hirona ja auch bei ihm ist, so man merkt ihm so langsam an, dass er so diese Gesellschaft nicht nur erträgt, sondern dass er es auch, dass er dem auch was abgewinnen kann. So. Vorher waren ja nur diese Affen im Wald, aber er war quasi alleine in seinem Schloss. Und jetzt hat er quasi so ein bisschen noch, das heißt Gesellschaft lieb gewonnen, aber halt so, ich könnte mir halt vorstellen, dass, weil er da nicht mehr dieser unumstrittene Einzelgänger ist, dass quasi da auf jeden Fall dann sich dieses Gesellige von Buggy durchsetzen würde. Dieses, ich will meine Crew, ich will meine Armee hinter mir haben, wie du es genannt hast. Und ich könnte mir halt dann ziemlich gut vorstellen, dass der neue Charakter dann quasi als Chef der Delivery-Firma, also dieser Söldner-Firma, die muss ja dann nicht Buggys Delivery-Firma heißen, kann man ja auch wie anders nennen, je nachdem wie der neue Charakter dann heißen würde. Und dass er quasi als Chef dieser Firma agieren würde. Aber um dieses Element von Mihawk nicht zu verlieren, dass er quasi ja im Endeffekt nur darauf wartet, irgendwie, dass mal ein Schwertkämpfer kommt, der ihn irgendwann mal übertreffen wird, wie zum Beispiel Zorro, würde ich halt diese Firma noch so ein bisschen erweitern und quasi sagen, dass die sich auch auf Schwertkämpfer, nicht nur auf Söldner, sondern auf Schwertkämpfer fokussieren in ihren eigenen Reihen und dass die Schwertkämpfer vielleicht auch noch von Mihawk so ein bisschen mit ausgebildet werden. Also, dass er nicht nur delegiert, sondern auch noch diesen Mentor-Status noch an seine Schützlinge hat. Weil ich meine, wenn man diese Delivery-Firma von Buggy hätte, mit den ganzen Söldnern, den ganzen, hier die Riesen sind jetzt nicht mehr dabei, aber ne, die ganzen sind ja schon ein paar starke Kämpfer dabei. Und dann noch von Mihawk ausgebildete Schwertkämpfer, Erweiterung, also so als Erweiterung, das wäre schon ziemlich krass. Ja, zumal auch, ich stelle es mir so vor, wenn jetzt Buggy irgendwie da ankäme, ich bin mit Mihawk fusioniert, glaube ich, würden erstmal alle vom Buggy Delivery sagen, oh, der größte Captain Buggy, sogar Mihawk will so mit ihm fusionieren. Naja, wobei es ja eigentlich nicht so gedacht ist, dass alle checken, dass es eine Fusion ist, sondern dass es quasi einfach nur so, ne, dass es von vornherein so wäre. Ja, es ist eh schwer, irgendwie die Fusion realistisch in die One Piece-Welt einzubauen, deswegen. Also ich fände das auch noch geil, wenn, selbst wenn er dieser Anführer ist von dieser Firma, dass er nicht auf so einem heftigen Boot irgendwie mit allen rumreist, sondern dass er trotzdem noch dieses Sargboot von Mihawk behalten würde. So als Anführer trotzdem. Weil der Typ alleine bringt ja schon alle zum Zittern, also warum muss man da noch mit der Armee aufkreuzen? Das reicht ja erstmal alleine, wenn du da ankommst. Ja, ist so. Also ich habe auch schon geschrieben, der Typ wäre hier absolut auf Kaiser, wenn nicht sogar auf Piratenkönig-Level, Alter. Der Junge könnte... Also ich denke auf jeden Fall auf Kaiser-Level wäre der schon, weil ich meine, Mihawk alleine, sage ich mal so, kann ja schon irgendwo mit Shanks sich zumindest battlen. Wie die Duelle jetzt im Einzelnen ausgegangen sind, weiß man ja nicht richtig. Also ich sag mal, für mich ist Mihawk auf jeden Fall alleine schon auf Kaiser-Level. Kaiser-Level ist immer, also Samurai-Level finde ich halt so ein bisschen blöd, weil einfach die Samurais alle unterschiedlich stark sind und da schon sehr große Unterschiede sind. Während die Kaiser ja schon, Kaiser weiß man, Kaiser-Level heißt einfach die stärksten Charaktere überhaupt. Da zähle ich Mihawk auf jeden Fall dazu. Nicht nur wegen seiner Vergangenheit mit Shanks, sondern auch so. Ja, der stärkste Schwertkämpfer der Welt, das wird nicht jemand sein, der so auf Level von einem unteren Admiral oder auf einem Level von irgendeinem Kommandanten. Das wird schon jemand sein, der ebenfalls, allein schon weil der Zorros Endgegner ist, wird er schon auf einem krassen Level sein. Dann können wir eigentlich auch mal auf die Beziehung noch zu sprechen kommen, die dieser Charakter, der neue Charakter zu den einzelnen anderen Parteien oder auch Personen hat. Ich habe jetzt hier mal ein paar mir vorher aufgeschrieben. Zum Beispiel die Beziehung zur Weltregierung. Also klar, derjenige hätte da wahrscheinlich noch den Samurai-Status. Aber was meinst du? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass er eher wie Buggy oder eigentlich auch wie Mihawk nur so das Nötigste macht. Also wenn er absolut verlangt wird, dann ne, kommt er dahin. Aber ansonsten ist der Samurai-Status eher zweitrangig, weil man ohnehin schon, ich sag mal, unfickbar ist. Ja, das ist halt auch irgendwo für mich die große Frage, wie sich dieser Charakter entwickeln würde. Ob er der Weltregierung quasi treu bleiben würde oder ob der nicht irgendwie dann doch Buggys Größenwahnsinn durchkommt. Weil ich meine, Buggy, der würde auf keinen Fall Samurai bleiben, wenn er die Chance hätte, was Größeres zu sein. Weißt du, was ich meine? Und
ob er dann nicht vielleicht sogar irgendwie probieren würde, also jetzt aus Buggys Sicht, wenn er auf einmal Mihawks Macht hätte, ob er dann nicht probieren würde, irgendwie, was weiß ich nicht, Kaiser zu werden oder sogar Piratenkönig. Weil wir wissen ja, sein Ziel ist es, alle Schätze der Welt zu finden. Und rein theoretisch zählt er ja auch das One Piece mit rein. Ja, aber ich glaube, da würde halt auch Mihawks nicht Bescheidenheit, aber seine Rationalität einfach da erhalten bleiben, dass er halt schon dann diese höheren Ziele hat, aber dass er das halt nicht, also dass er es halt schon strukturiert angehen würde, so mit einem klaren Plan, Schritt für Schritt. Ich glaube, das wäre dann schon eine ganz coole Mischung von den beiden. Also mehr Ambition, aber also das halt schon mit rationalem Denken. Ganz genau. Ja. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, so dass, also wenn wir jetzt mal die Weltregierung außen vor lassen, die ist ja auch schon eine sehr starke Instanz, aber ansonsten halt zum Beispiel zu den Kaisern, ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass halt so Shanks eher so aus dieser Hassfreundschaft so was normale Loyalität, also Freundschaft werden könnte. Ich meine, beide Charaktere von uns, also sowohl Bucky als auch Mihawk, sind trinkerprobt und beide würden wahrscheinlich auch mit Shanks weiterhin saufen gehen. Und generell zu den Kaisern könnte ich mir halt vorstellen, dass quasi man das eher so, also Bündnis mit Shanks würde ich jetzt erstmal so in Frage stellen, aber dass zumindest die versuchen, unter dem Radar der Kaiser zu bleiben mit dieser Firma und quasi wie die Revos so auf einer anderen Ebene agieren und erstmal wachsen wollen. Weil ich sag mal, die Revos sind ja jetzt zum Beispiel keine direkte Bedrohung oder kein direkter Gegner von einem der Kaiser. So, und ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Delivery-Firma, diese Söldner-Firma das dann ebenfalls so hinkriegen könnte. Ja, zumal, also das ist halt die Frage. Glaubst du, wenn dieser Charakter wirklich in Gefahr wäre oder hingerichtet werden sollte, dass Shanks ihm dann vielleicht auch mal aus der Patsche helfen würde, weil das wäre ja schon irgendwo ein mächtiger Freund, Verbündeter, also Verbündeter will ich jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja, das glaube ich schon, dass Shanks da helfen würde. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja schon ein alter Weggefährte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, also ich bin mir eigentlich absolut sicher, dass Shanks einem solchen in der Not helfen würde. Selbst wenn derjenige es nicht wollen würde, dass Shanks ihm hilft, ne? Aber könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Dann bleibt halt noch die Frage, wie halt die Beziehung von unserem neuen Charakter zu den Strohhüten wäre. Ja, also wir wissen ja, die Verbindung zwischen Buggy und Ruffy ist auf jeden Fall irgendwie gegeben. Das ist ja so ein bisschen auch wie bei Buggy und Shanks, so eine Hassfreundschaft, Hassliebe. Und natürlich auch die Beziehung zwischen Zorro und Mihawk. Das ist ja so eine Mentor-Schüler-Beziehung und auch irgendwie, also Mihawk will ja auch, dass Zorro ihn eines Tages übertrifft. Deswegen, da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei sehr enge Beziehungen und deswegen sehe ich auch kein, das habe ich vergessen zu sagen, Mihawk respektiert ja auch Ruffy. Deswegen denke ich, wäre auf jeden Fall diese Verbindung zu den Strohhüten gegeben. Ja, also ich würde das halt eher so, also die Beziehung, ne, ist ja klar, hast ja schon eigentlich perfekt gesagt, aber ich könnte mir halt dann vorstellen, dass diese Haltung unseres Charakters zu den Strohhüten so schon interessiert ist an dem Vorgehen und an den Taten der Strohhüte. Halt auch so ein bisschen gönnerhaft amüsiert irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so, dass man halt quasi so, wenn die Strohhüte zum Beispiel in die Lobby niederbrennen, keine Ahnung, dass das schon gefeiert wird, oder halt, wenn die jetzt, wie bei im letzten Arc bei Big Mom, so viel Ärger anrichten und Big Mom, ja nicht stürzen, aber schon erheblich schwächen, dass der neue Charakter von uns halt schon feiern würde, weil halt einfach zum einen, wenn ein Kaiser gestürzt oder geschwächt wird, die Position oder die Machtposition unserer Company ja dann quasi stärker werden würde in der neuen Welt. Und auf der anderen Seite würden wir wegen Mihawks Einfluss auch sehr gerne sehen, wie Zorro sich weiterentwickelt und wie Zorro immer weiter an Stärke gewinnt, weil wir denken, dass er hoffentlich irgendwann mal uns als bester Schwertkämpfer der Welt bedrohen könnte. Also das ist quasi, dass er da ein ernstzunehmender Gegner für uns selber werden könnte, den wir uns ja seit Jahren schon erhoffen. Nee, auch da wieder die Frage, glaubst du, der Charakter
würde dann auch mal irgendwann, also wenn es wirklich zu einer ernsten Situation kommen würde, für die Strohhüte irgendwie Partei ergreifen, eingreifen? Das weiß ich nicht so. Ich glaube, dass halt ein Mihawk hat es ja zum Beispiel im Marineford auch nicht gemacht. Er hat ja schon pflichtbewusst Ruffy auch angegriffen. Aber natürlich nicht all out. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eher so verdeckt gemacht wird. Also dass man sich nicht so unbedingt für diesen einsetzen würde. Aber halt, wenn man den Auftrag hätte, ihm zu schaden, dass man das eher so halbherzig angehen würde. Ja. Ja, ja. Also, ja. Kommt hin. Ja, dann können wir eigentlich auch schon zum letzten Fusionspunkt gehen. Und zwar geht es da um das Ziel oder die Ziele unseres neuen Charakters in der One Piece Welt. Wir haben ja auf der einen Seite Buggy, der natürlich bisher wenig Ambitionen gezeigt hat, sich selber zu verbessern, sondern nur versucht hat, möglichst schnell an Macht zu kommen und eine Truppe hinter sich zu versammeln. Und auf der anderen Seite haben wir einen Mihawk, der im Endeffekt kein krasses Ziel hat, was er unbedingt erreichen möchte, sondern er wartet einfach nur darauf, dass irgendein ernstzunehmender Schwertkämpfer kommt, weil er das Ziel hat, quasi sich gegen einen ernstzunehmenden Gegner mal wieder zu behaupten. Also ein Schwertkämpfer gegen. Was meinst du? Ja, also ich denke, das Ziel ist relativ einfach im Endeffekt, weil ich meine, Buggy hat ja damals als sein Ziel definiert, alle Schätze der Welt zu bergen. Und ja, generell halt auch Macht zu haben und sowas, das sieht man ja ganz klar. Und Mihawk, wie du auch schon gesagt hast, will eigentlich nur starke Herausforderer. Ja, also da kann ich dir im Endeffekt nur zustimmen, da hast du schon alles gesagt, was ich auch sagen würde. Fassen wir am besten nochmal zusammen, wie dieser neue Charakter nun aussehen würde, weil ich meine, wir haben sehr viel geredet, viel eingebracht, verschiedene Elemente. Ich versuch mal, das zu ordnen und uns zusammenzufassen. Wir hätten also einen aus der Fusion von Mihawk, Falkenauge und Buggy immer noch den stärksten Schwertkämpfer der Welt, der in Kombination mit der Trenn-Teufelsfrucht, die dieser Charakter bis aufs Äußerste trainieren würde, also erwecken würde, einen sehr, sehr starken Kämpfer. Er würde vom Aussehen her eine Art Dracula-Clown darstellen, wobei der Dracula sehr stark überwiegen würde und der Körper von Mihawk wohl auch, sag ich mal, größtenteils erhalten bleiben würde. Wir hätten die Auffassungsgabe und die Falkenaugen von Mihawk gepaart mit Buggys Hinterlist und Situationsausnutzungsfähigkeit und hätten einen Kämpfer, der sowohl die beiden gewöhnlichen Haki-Arten sehr stark beherrschen würde, mit der Option noch auf das Königshaki, das mit großer Wahrscheinlichkeit in beiden einzelnen Charakteren ohnehin schlummert und dann quasi nochmal gebündelt wäre in dem neuen Charakter, also eine Art Anführer hätten wir auf jeden Fall. Und dieser starke Kämpfer, der wahrscheinlich mit dem stärksten der Welt mithalten könnte, würde zudem eine Söldnerfirma anführen, also Buggy's Delivery, die dann natürlich noch einen neuen Namen bekommen würde. Und diese Firma würde neben den aktuellen Söldnern noch mit einer Art Schwertkämpfern ergänzt werden, die mehr oder weniger von uns selber ausgebildet werden, damit diese auch eine gewisse Stärke erreichen und ihr Potenzial ausnutzen können. Und das Ziel dieses Charakters wäre es, zusammen mit dieser Firma eben immer weiter aufzusteigen und mehr Macht zu gewinnen, wertvolle Schätze zu bergen, aber auch auf der Suche nach starken Gegnern zu sein, die man dann quasi besiegen könnte, vor allem halt starken Schwertkämpfergegnern. Und man würde mehr oder weniger, während man sein Imperium aufbaut, auf einen Schwertkämpfer, wie zum Beispiel Zoro, warten, der einen als stärksten Schwertkämpfer der Welt ablösen würde. Im Falle eines Weltkrieges würde sich unser Samurai der Meere, den Titel würde man natürlich behalten, im Falle eines Weltkrieges würde sich dieser Samurai allerdings eher mit Shanks oder einem möglichen Widersacher der Weltregierung alliieren, als seinen Pflichten als Samurai der Meere im Namen der Weltregierung zu 100% nachzukommen und wäre wohl eher ein gönnerhafter Beobachter der Taten unserer Strohhüte. Würdest du das so unterschreiben? Auf jeden Fall. Ich finde, das hast du klasse zusammengefasst. Ja, ist sehr viel Input gewesen. Deswegen wollte ich das nochmal kurz so für alle vor Augen führen. Also Leute, alles in allem haben wir aus meiner Sicht hier einen sehr spannenden Charakter aus diesen fusionierten Samurais erschaffen.
Jetzt seid natürlich ihr gefragt. Was haltet ihr von diesem Format und dem Ergebnis unserer Fusion? Seht ihr vielleicht einzelne Fusionsschnittpunkte anders als wir? Jedem seine Meinung natürlich. Schreibt es in die Kommentare, dann können wir mit euch diskutieren. Wir haben jetzt die erste Episode mit Buggy und Mihawk aufgenommen. Aber Leute, diese beiden waren nur der Anfang. Wen würdet ihr in diesem Format gerne sehen? Wir haben uns zwar schon ein paar weitere Kombinationen überlegt. Ihr könnt mit abstimmen und eure Meinung einbringen. Ein paar Charaktere schlage ich euch oben in der Abstimmung vor. Ihr könnt jedoch auch noch weitere Namen in den Raum werfen, indem ihr sie einfach in die Kommentare schreibt. Achtet vielleicht nur darauf, wenn der Name da schon steht, dass ihr vielleicht diesen Kommentar eher liked oder diesen Kommentar nochmal kommentiert, als noch einen neuen, also das zweite Mal den Namen zu kommentieren, weil dann ist das nicht so unübersichtlich für mich persönlich. Außerdem noch für euch als Community die Anmerkung, dieses Format hier ist zwar schon länger durchdacht, jedoch war das jetzt nur die Pilotfolge erstmal und es ist sicher noch nicht zu 100% ausgereift. Also, wenn ihr noch geile Verbesserungsvorschläge habt, haut auch die in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei meinem Gast und Partner, wünsche euch persönlich noch einen schönen Tag und überlasse dir jetzt die letzten Worte. Ja, vielen Dank. Mir hat das alles hier auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben einen richtig spannenden Charakter erschaffen und ich freue mich auf jeden Fall noch auf weitere Folgen hier auf diesem Kanal. Ich würde sagen, abonniert Mr. Ken Busoku und ich bin raus. Ciao und tschüss.